Moin, hier ist wieder euer unignorierbarer Kundendienst und diesmal möchte ich ein bisschen was über eine Autobahnblockade erzählen. Und zwar geht die so los. Ihr seht, wie man aussteigt und die Autobahn ist leer. Es wurde runtergebremst, die Autos hier haben runtergebremst und dann sieht man, wie der Stau da ist. Ein Motorradfahrer ballert noch durch und jetzt ziehen halt alle ihre Westen an. Und ihr hört wahrscheinlich Hubkonzert. Es ist verdammt laut, aber lieber Autofahris, wir verstehen, dass ihr frustriert seid, aber Hubkonzerte nützen gar nichts, haben wir schon oft genug gehört. Hier seht ihr, wie ein Transporter sich noch rumschummelt, bevor der Laster sich dann quer über die Straße stellt. Und eine Autobahnblockade ist immer krass. Also das hier ist Berlin-Westkreuz. Auf der einen Seite seht ihr einen S-Bahnhof und ihr seht da rechts gleich, die Häuser stehen genau an der Autobahn und diese Kante da oben, die wird noch wichtig. Und es ist ein unangenehmer Ort, muss man jetzt nicht drum herumreden. Das ist kein Ort, wo man gerne ist. Und dann passiert da aber etwas sehr Lustiges. Und zwar, also erstmal nicht so lustig, kommt ein Schulbusfahrer. Genau, regt sich ein bisschen auf, ist auch, also wie gesagt, verständlich, ne? Geht gegen die Regierung, nicht an ihn. Trotzdem, ich weiß nicht, ob das ein Schulbus ist oder irgendeine Art, ich weiß nicht, Altenfahrzeug oder sonst was, aber Leute mit so einer geringen Emotionskontrolle sollten die sich um die Schwächsten unserer Gesellschaft kümmern, muss jeder für sich selber mal wissen. Was jetzt aber dann interessant wird, ist, dass erstmal einer raufklettert. Und zwar macht er das sehr vorsichtig, denn so ein Pritschenwagen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind nur so Holzlatten da oben. Ich sag mal, die halten ihn knapp, aber nicht groß. Und da oben habt ihr gesehen, da eben, wenn ihr genau hingeguckt habt, da hat sich wer hingestellt. Zack. So. Da. Seht ihr ihn? Oben links, da steht er. Und der wird noch wichtig jetzt im nächsten Video. Und zwar ist das Mr. Zivilcourage. Und da ist etwas ganz Merkwürdiges passiert, was ich so noch nie gesehen habe. Leider. Was jetzt aber dann kommt. Und zwar kommen jetzt wie immer natürlich die Fahrer. Ist ganz geil. Die haben angefangen mit "Hast du Bock?" Ne? Und natürlich sind es wieder Männer, ich sag mal, um oder über die 50. Und jetzt kommt Mr. Zivilcourage. Weg, weg da, komm. Ja, noch nicht. Die denken, sie können Leute wegziehen. Es bringt einfach nichts. Die gehen immer wieder zurück. Ne, aber die wollen sich halt ihre männliche Pose bewahren und können auch nicht ab, dass sie vielleicht im Unrecht sind. Das ja, Privilegiencheck ist nicht so bei denen. Und jetzt kommt gleich diese AfD-Pose vor die Kamera stellen. Das macht der hier. Das ist immer super. Und jetzt kommt Mr. Zivilcourage. Hast du es verstanden, ja oder nein? Habt ihr es gehört? Haut ab hier. Lasst die Leute in Ruhe! Okay? Wenn ihr noch einer angefasst wird, komme ich runter und euch in die Fresse! Habt ihr es verstanden? Lasst die Leute in Ruhe, wenn hier noch einer angefasst wird, komme ich runter und hau euch in die Fresse? Das ist gewaltfreier Widerstand. Also sehr geil. Und die alten Männer lachen jetzt natürlich und versuchen das so cool wegzustecken. Es ist aber so, dass die natürlich wirklich Angst haben vor dem. Und jetzt kam, eure Kinder werden sich freuen, dass diese Leute Protest machen. Also denen, sowas habe ich wirklich noch nie gehört. Und es stimmt natürlich, genau für die sitzen wir ja da. Und die alten Leute, denen die Klimaerwärmung am Arsch vorbeigeht, die interessiert es natürlich nicht. Und jetzt kommt noch so ein Handwerker. Hey, kommt mal auf! Kommt mal auf! Das ist gewaltfreier Widerstand. Hast du schon mal was davon gehört? Was ist? Auch sehr geil, das ist gewaltfreier Widerstand. Hast du schon mal was davon gehört? Also exakt wie aus der Theorie der Veränderung. Es ist, ich kenn diesen Mann nicht, aber es ist super zu sehen, dass es Leute gibt, die sich einfach mit ja, Demokratie und gewaltfreiem Widerstand auskennen und vor allen Dingen auch nicht zu scheu sind, das runterzurufen. Und diese Leute, normalerweise ist es so bei diesen fiesen Autobahnen, wo da oben dann diese Kante ist, stehen dann irgendwelche Pöbler rum und so weiter oder schmeißen Bierdosen oder so. Und jetzt hat uns mal wer unterstützt. Das war ein richtig gutes Gefühl. Und das Interessante ist, der Handwerker reagiert jetzt. Was erzählst du mir? Was für eine Zivilcourage? Ich muss arbeiten und später noch meine Kinder abholen. Ich habe auch einen Job zu tun. Wenn die würden, dann würden die erstmal hart arbeiten und nicht so eine Scheiße machen.
Dieses Argument kommt natürlich immer, ja, arbeiten. Was nützt dir deine scheiß Arbeit, wenn wir, keine Ahnung, 46 Grad im Schatten haben? Da kannst du noch so viel arbeiten, wird nichts bringen. Was das dekodiert bedeutet, ist, ich habe Recht, du hast Unrecht, weil ich dem Mainstream folge und egal wie beknackt irgendwelche Gesetze ist oder wie verbrecherisch eine Regierung, was ja gerade festgestellt wurde vom Bundesverfassungsgericht, ich bin im Recht, einfach weil ich die Mehrheit bin. Das ist eine zutiefst antidemokratische Einstellung. Jetzt kommt noch einer, der sich richtig aufregt. LKW, Abstand beim Kunden, mach nur einen Dreck den ganzen Tag. Das kannst du nur machen, weil der Firma nur Müll macht. Super gemacht, toll, stark. So, das Interessante ist, da wird dann später, wird er noch ein Wortgefecht haben mit dem Herrn, der da oben ist und wird dann sagen, komm mal runter. Also quasi so, komm, wir hauen uns mal gegenseitig aufs Maul. Und dann fragt er oben noch, so, und Gewalt löst es jetzt. Und der meint, nee, dann reden wir halt wirklich, was ich ihm nicht so ganz abgenommen habe. Aber der Kerl, der sich da eben mit der Mütze so aufgeregt hat, der kam dann wirklich später noch und hat einigermaßen okaye Fragen gestellt. Auch, also aufgeregt, aber gewaltfrei. Nicht in der Sprache unbedingt, aber körperlich. Und der hat halt gefragt, was das bringt, dass wir hier sitzen. Also da kam so das Übliche, das erzeugt ja Auspuffgase und so weiter, ne? Also dann halt im Verhältnis zur Regierung und die Leute haben ja nichts damit zu tun und dann gab es wieder die Antwort im Verhältnis mit der Regierung und so weiter und so fort. Und das war dann eigentlich noch ein ganz okayes Gespräch. Das ist das Interessante, die Leute explodieren immer erstmal, weil sie halt aus ihrer Norm rausgeworfen werden, in der sie sich so im Recht fühlen. Und sobald du dann aber in Dialog mit ihnen gehst, sind die meisten eigentlich ganz okay. Diesen Wahn aufrechterhalten, diesen gewalttätigen, rechthaberischen Wahn, kann man halt nur, wenn man nicht redet. Ja, und jetzt seht ihr, die Polizei ist dann schon gekommen. Dieser Motorradfahrer, der Motorradkopf war auch ganz lustig. Der Typ mit der Mütze übrigens wird noch später sagen, ah, da seht ihr noch einen Ferrari, wird auch noch wichtig, wird später sagen, ich war der Redelsführer, was ich ein bisschen lustig fand. Ja, schön wär's. Und der Motorradkopf ist richtig schnell angefahren, das habe ich leider nicht drauf, ist genau, also wirklich da gehalten, wo er jetzt steht und hat dann als erstes hat gehupt und gesagt, na, laut genug. Also der hat richtig, richtig rumgeprollt, muss man sagen. Das war so ein richtig machtbesoffener, selbsternannter Cowboy. Sehr unangenehmer Mensch. Und da kommt dann jetzt Polizeiverstärkung. Also das ist jetzt, ja, ab jetzt ist es eigentlich relativ sicher. Auch der eine, muss man sagen, der muss ein bisschen auf den Putz hauen, weil ihr seht ja die ganzen Autofahrer da und die Stimmung war schon relativ krass. Aber fällt euch was auf, wer da toll durchfahren kann, die Rettungsgasse, das haben die vorbildlich gemacht, ne? Das ist das Tolle am deutschen Verkehr, dass die immer selber eine Rettungsgasse machen und die letzte Generation da nie eingreifen muss. Nee, natürlich ist es krasser Unsinn, dass diese Rettungsgasse da ist, ist kein Zufall. Und zwar würde ich dann jetzt mal ein bisschen vorgehen zu diesem Video. Und da seht ihr Folgendes. Ich habe so ein bisschen raufgehalten, weil da kommt eine Frau. Und die lief schon so resolut, aber dann kam eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, die Frau, weil der Lastwagenfahrer da netterweise hupt, ich bitte sie jetzt zu handeln, ich habe zur Charité. So, und dann wurde kurz beraten und dann? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Dann seht ihr, wie die eine Biene da aus der Blockade rausgeht und jetzt zu allen Autofahrern geht und Fahrerinnen und ja, die bittet, eine Rettungsgasse zu machen. Ihr seht, der Schulbusfahrer von vorne verschränkt einfach die Arme und macht gar nichts. Ja, weil der ist jetzt bockig wie ein kleines Kind. Rück mal den Scheiß weg dann. Gut. Der prollt ihn quasi nur an. Und er geht jetzt weiter. Er geht da halt rein zu diesen aufgeregten Autofahrern, was ja, ich relativ krass fand. Das ist eine Mutter, die mit ihrem Kind in Charité möchte. Ich muss auch zum Arzt. Guck mal mein Gesicht mal an. Genau, da ist dann noch ein Typ, der auch zum Arzt muss. Es muss jeder immer zum Arzt. Das ist ganz lustig. Sobald eine Blockade ist, muss jeder immer zum Arzt. Bei dieser Frau stimmt es wahrscheinlich, aber dass der Typ da, der hatte so ein bisschen ein Pflaster im Gesicht und war so irgendwie in den 20ern, das eher nicht. Das ist eine Bitte. Ob Sie uns helfen können, eine Rettungsgasse zu bilden? Eine Mutter mit ihrem Kind. Ja, ich muss auch. Hallo. Das wird jetzt interessant.
Ruhe, der reine Postplatz steht rum und rum. Sophia Auto, können Sie vielleicht bitte auch mal. Geh mal weg, Mann! Das ist eine Bitte. Ob Sie uns helfen können, eine Rettungsgasse zu bilden, dass eine Mutter mit ihrem Kind ins Krankenhaus kann. Das ist unsere Bitte an Sie. Also habt ihr das gehört? Der Fahrer da kann nur in Gewalt denken. Ihr habt auch gesehen, wie er so als hier die Biene kam, so in so eine Art defensive, erst aggressive, dann defensive Pose gegangen ist. Also es ging alles so, es spielte sich alles nur auf dem Level von Gewaltkommunikation ab bei dem. Und der Protestierende meinte ja, das ist eine Bitte und war ganz friedfertig. Ja, fand ich ganz interessant, dass der Autofahrer konnte wirklich nur in Gewaltkategorien denken und hat auch keine Rettungsgasse gemacht. So, und jetzt seht ihr den Ferrari, was natürlich ein bisschen lustig ist. Dass der da auch stehen muss, ne? Also du kannst ein paar hunderttausend Euro für dein Auto ausgeben, nützt alles nichts. Hier ist auch ganz interessant, ihr seht jetzt den Fahrer nicht, denn der hielt sich so eine Art Zeitung vors Gesicht. Ich habe den dann extra nicht gefilmt. Das ist auch völlig okay, wenn Leute nicht gefilmt werden wollen und sich okay verhalten, werden sie nicht gefilmt. Kleiner Tipp für Autobahnblockaden oder generell Blockaden der letzten Generation. Wenn ihr nicht gefilmt werden wollt, könnt ihr das natürlich, also ihr könnt die Leute auch einfach nett ansprechen, ne? Aber ihr könnt auch einfach drinnen sitzen bleiben und einfach nichts Blödes machen und einfach entspannen und dann werdet ihr nicht gefilmt. Ja, und dann sieht man jetzt den Ferrari und der fährt sofort, ne? Genau das Gleiche, ihr werdet nicht sehen, wer in diesem Ferrari sitzt, ihr werdet das Auto sehen, aber der hat sich halt so verhalten, wie man sich verhalten soll in so einer Situation und es ist völlig okay. Ne? Also die Leute, die sich immer beschweren, dass sie gefilmt werden, ah hier jetzt. Jetzt ist sogar der Herr weggefahren, der Aggressionsherr, weil alle es machen. Das ist halt, der folgt halt dem Mainstream. Das ist ganz interessant. So eine Leute, die sich am meisten auf ihre Individualität berufen und so aggressiv werden, machen im Grunde genommen genau das, was alle anderen machen. Die sind dann, um mal so ein verschwörungstheoretisches Wort benutzen, die größten Schäfchen. Aber das Interessante ist halt, ich muss sagen, diese Aktion war spontan bei dem Protestierenden, der da läuft. Ich hatte da wirklich Bammel am Anfang, muss ich sagen. Ich fand's wirklich unheimlich. Ich wusste auch nicht, ob es fotografiert, funktioniert. Aber ihr seht, hier kommt die Mutter mit ihrem Kind. Und sie fährt durch. Und der Schulbusfahrer ist auch noch durchgekommen mit seinem super Aggro. Da konnte er sich dann abreagieren. Ja, und dann kamen die Kletterkorps. Ja, das Video ging nicht so krass ab. Ich fand es aber ziemlich faszinierend, die mal zu sehen. Ich kannte das jetzt noch nicht so. Die hatten auch so Glatze und Bart unten und so ganz viele Haken und so. Das sind so ein bisschen die Freaks der Polizei anscheinend. Aber das ist, glaube ich, auch so mit der spannendste Job. Ja, und die kamen mit so einem extra Leiterwägelchen, das seht ihr da, und haben eine Leiter aufgestellt, denn es ist so, die dürfen niemanden vom Dach reißen der letzten Generation. Jetzt werden natürlich in den Kommentaren wieder ganz viele sagen, oh, es ist für eine Scheiße, soll man runterreißen, oh, ich bin so ein krasser Mann, guck mich an. Der Punkt ist aber, nee, geht eben nicht wegen Verletzungsgefahr. Und wenn da was passiert, dann passiert halt viel. Und du kannst auch nicht auf diese Pritschenwagen zu zweit drauf gehen. Ehrlich gesagt, der Typ, der da oben saß, war schon hart an der Grenze. Also hätte er heute Morgen Brötchen mehr gegessen, hätte das wohl nicht geklappt. Da ist auch immer so ein Abstand dazwischen. Das sind einfach so Bretter. Der ist ja nicht gemacht dafür, dass man sich da raufsetzt. Ich glaube, das würde die Mietwagenfirma auch sagen. Und das wurde dann relativ krass. Die haben dann so wirklich ihn so, er hat halt, ich sag mal, schon kooperiert, aber jetzt nicht so krass. Er hat sich sozusagen einfach zum Spiegelei gemacht, ja, er hat sich da hingelegt und sonst nichts weiter. Er hat jetzt keinen Widerstand geleistet, groß, aber hat jetzt, ja, so ein bisschen kooperiert. Man sieht, er streckt das Bein aus und so, aber jetzt nicht so krass, da geholfen. Das ist, ja, eine Taktik des zivilen Widerstands. Die Störung soll natürlich so lang wie möglich gehen. Man muss da jetzt nicht, wenn irgendwer kommt und sagt, gehen Sie mal bitte runter, muss man nicht runtergehen. Er hat zwischendurch zwar seinen Ausweis der Polizei gegeben, so viel Ordnung muss sein, ja, das macht die letzte Generation immer, ne? Die lügt ja auch nicht und so weiter und so fort. Das hat sich bei den Polizisten mittlerweile auch rumgesprochen. Und dann wird er da in diesen Schurz eingewickelt. Der andere, der kommen wird, wird diesen Schurz nochmal ein bisschen eng zusammenziehen in seinem Schritt, wo er dann meinte, das ist eher so ein bisschen unnötig gewesen. Im Großen und Ganzen, der, den ihr hier aber seht, der arbeitet ganz gut. Generell war die Atmosphäre da so, dass die Polizisten sehr, ich sag mal, besserwisserisch waren auf eine Art, aber eigentlich keine Ahnung hatten. Das kommt noch, wenn die Dame, die ihr da vorne links seht, am Reifen gleich,
da wird das nochmal wichtiger. Ja, und ihr seht jetzt hier, wie er sozusagen, also mich hat so an so ein Skiunfallopfer ein bisschen erinnert, mit einer Seilwinde und angeseilt und so weiter, mit einem Helm, die haben ihm einen Helm aufgezogen, runtergelassen wird und das alles ganz, ganz vorsichtig und die Leiter, seht ihr auch, ist unter dem Polizeiauto rechts abgesichert. Also es ist sehr, man muss schon sagen, die waren professionell, die waren auch schnell, muss man sagen, die waren keine Viertelstunde, nachdem der erste Polizist da war, waren die da, also maximal 20 Minuten und die ganze Autobahnblockade ging auch verhältnismäßig kurz. Es waren ungefähr 2 Stunden, der Verkehr hat sich trotzdem gestaut bis Südkreuz. Also das war schon ziemlich, ziemlich heftig. Und ja, die Dame, die da vorne links sitzt, wird noch interessant, die ist an einem Fingerlock. Was ihr jetzt hier nicht seht, unter dem Auto ist auch noch wer. Ja, und jetzt, also er wurde dann runtergelassen, jetzt seht ihr hier, wie die versuchen, die Muttern aufzukriegen. Erst mit so einem Mutterschrauber geht nicht und dann mussten sie auf so ein Drehkreuz schreiben. Das hat immer diesen lauten Krank, dieses Geräusch gemacht. Und ja, die Protestierende daneben wusste da halt von, aber es hat sie jedes Mal sehr erschrocken. Also die mussten da wirklich Teamwork machen. Hat aber alles im Endeffekt geklappt und die so, ja, ich sag mal, besserwisserische Polizei wusste am Anfang überhaupt nicht, was da los ist, was ein Fingerlock ist und was das da an der Achse zu suchen hat und so weiter. Sie sind dann aber irgendwann draufgekommen, ne? Man kann ja auch mit den Leuten reden und die Dame hat das denen halt erklärt. Ne? Das ist ja auch kein großes Geheimnis. Jetzt passiert noch was anderes, was relativ interessant ist. Also da wird der Reifen abgebaut und das hier finde ich interessant, das möchte ich euch mal vorspielen. So, die Polizistin hat gesagt, springen Sie, nicht springen oder was machen Sie da, springen, ich habe keine Lust, hier noch eine Leiche aufzusammeln heute. Hört es nochmal an. Also ihr hört noch Leiche aufzusammeln heute und dann? Ist doch gut, ein Arschloch weniger auf dem Planeten, sagt der alte Mann dann da, der da einfach stand. Es ging um einen Fotografen. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt noch seht. Der hat einfach fotografiert. Der kam da, der stand da auch nicht lange. Irgendwie war der halt da und hat einfach Fotos gemacht. Man weiß überhaupt nicht für wen, ob der privat war, ob der Presse war. Und ich fand das so krass, dass einfach die Leute so ultra aggro aufeinander waren. Also die Polizistin da meinte auch noch zu der Dame, die ihr vorne da angelockt sah am Reifen, ne, die Dame hier, die meinte zu der noch, ja, ich hoffe, ihr sterbt alle aus zur letzten Generation. Also ich dachte erst, die meinten Menschen, das machen Polizisten ja öfter, das hatte ich auch schon mal im Video, dass die halt sagen, ja, die Menschheit ist eh vorbei, das ist so eine Art Coping-Mechanism, ne? Also wenn man halt sein eigenes Nichtstun irgendwie rechtfertigen will. Aber die meinte, nee, die letzte Generation soll auch sagen, man sollte die kleben lassen und so weiter und dass die überfahren werden und so. Also die war wirklich heftig drauf, muss man sagen. Und die, ja, hat halt auch diesen Fotografen so unglaublich angepumpt. Also klar, der soll da nicht runterfallen, der hat sich auch weit vorgebeugt, aber das war jetzt, ich meine, das war irgend so ein Herr um die 50, das war jetzt kein Typ, der da irgendwie total crazy Springambitionen hatte oder so. Man hat schon gesehen, dass das ein professioneller Fotograf ist, ne, mit Presseausweis und sonst was hatte der, glaube ich, sogar. Und ja, die Dame da, die war das, die da unten steht. Und ich finde das jedes Mal so krass, dass das Leute sind, die im Staatsdienst sind. Also das sind Leute, die anderen helfen sollen, qua Jobbeschreibung und die dann so eine Sachen sagen. Naja, das war relativ krass und ja, da seht ihr nochmal den Fotografen. Viel weiter ging es dann nicht. Dann wurde ja, die Blockade aufgelöst und dann gab es einen Polizeikessel und dann sind die Leute halt, kamen aber gar nicht in die Gefangenen-Sammelstelle, sondern haben einen Platzverweis gekriegt, an den sie sich dann auch gehalten haben. Und das war's mit dieser Autobahnblockade. Ja, und ich muss sagen, ich finde, also ich fand, die waren ziemlich erfolgreich. Wie gesagt, der Stau ging nach Südkreuz und bis nach Grunewald. Heute ist noch eine viel krassere Autobahnblockade, na, kann ich jetzt vielleicht schon mal leaken, die ist ja schon angelaufen und das wird es noch öfters geben und das Krasse an diesen Autobahnblockaden ist halt einfach, dass man in dieser Mondlandschaft Autobahn ist, das ist so ein unglaublicher Nichtort, der aber halt auch gefährlich ist, weil da so die Regeln des normalen, ja, ich sag mal, zivilen Anstands nicht gelten, wie auf einer Straße, also da haben die Leute viel weniger Hemmungen, gewaltig zu werden, es gibt viel weniger Passanten, die eingreifen können. Und es ist, danach ist aber immer was ganz Komisches. Sobald der Verkehr steht, wird es richtig gemütlich. Die Häuserzeile, die ihr da oben seht, das muss so schlimm sein, da zu wohnen. Die haben so Lärmschutzfenster und so. Aber ehrlich gesagt, nachdem die Blockade da war, da kommen immer wieder Leute und sagen, Mann,
auf einmal ist es ja total schön hier und so weiter. Also, dass diese Dinger durch unsere Städte laufen, ist eh ziemlich fies. Aber wie gesagt, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Regierung zum Handeln zu bringen, wie es ja jetzt auch schon in den Niederlanden geklappt hat, dass sie endlich die Klimamaßnahmen umsetzt, zu denen sie sich im Pariser Protokoll verpflichtet hat und die sie nicht durchsetzt, wie das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat. Gut, okay, wenn ihr noch Fragen habt, lasst mich wissen in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich auf eure Beleidigungen und eure wahnsinnigen Whatever-Holocaust-Vergleiche, die öfters mal kommen. Und freue ich mich natürlich überhaupt nicht drauf. Habe ich extra ein Video dazu gemacht, was für ein Mist da manchmal gepostet wird. Ihr könnt gerne auch gute Argumente und Fragen posten. Aber bis dahin, vielen Dank, euer Unigny Reber, Kundendienst.